Wirtschaft TV, der Podcast mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Hallo, ich bin Nele Ludovic. Ich befinde mich hier heute auf der Remus Lifestyle Night in Palma. Ich bin hier mit Wirtschaft TV und wir interviewen hier heute prominente Gäste zum Thema Leben, Karriere und kommende Projekte. Also ich bin jetzt hier mit Evelyn Bodecki und es geht jetzt nicht um die generelle Wirtschaft, sondern um deine Karriere und deinen Werdegang. Was war denn bei dir so der ausschlaggebende Punkt, der dich so vorangetragen hat, würdest du sagen? Ich glaube tatsächlich, ich habe mir nie so viel Stress gemacht, ich habe mir nie so viele Hoffnungen gemacht, ich habe einfach nur gemacht, ich habe nicht so viel nachgedacht und habe das alles, das Ganze nicht so ernst genommen. Und ich glaube, das war bei mir der Schlüssel zu dem Ganzen, wo ich jetzt bin, würde ich sagen. Also ich habe mir nie so viel überlegt, oh Gott, was kommt morgen, oh Gott, was ist, wenn es nicht mehr ist, und ich habe es alles entspannt gesehen. Und ist das auch was du jetzt jungen Menschen raten würdest, also diese Entspanntheit, oder ist es auch Ehrgeiz und... Auch. Also es muss eine Mischung sein zwischen, man darf sich nicht zu viel Druck machen, sonst wird man traurig und kann daran auch tatsächlich kaputt gehen, sondern man soll einfach das machen, was man liebt, man soll es vom Herzen machen, man soll aber natürlich auch zielstrebig sein und dranbleiben, das ist ganz wichtig. Und egal, wer dir was sagt, bleib an dir selber dran, weil es gibt ganz viele Menschen, die dann sagen, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, dafür bist du doch zu doof. Es gibt natürlich auch viele, die dir vielleicht nicht das Glück gönnen. Und ich finde, es ist wichtig, dass man selber auf sein Herz hört und einfach seinen Weg geht. Und hast du schon immer gewusst, dass es das ist, was du machen möchtest? Oder hattest du auch mal was anderes im Blick? Ich habe damals ganz viel gekellnert und das hat mir auch total Spaß gemacht. Ich hatte ganz viel Trinkgeld immer. Und es fehlte mir an nichts. Und habe bei meinen Eltern dann zu Hause gewohnt und irgendwann kam es tatsächlich spontan. Ich bin da irgendwie reingerutscht, reingehopselt und bin dann da irgendwie hängen geblieben. Aber es macht auch super Spaß, weil es fühlt sich einfach so entspannt an. Und gibt es jetzt irgendwelche Steps, die du geplant hast als nächstes, oder genießt du erstmal heute den Abend hier? Och, ich genieße erstmal den Abend mit dir zusammen. Arbeite nicht so viel, sei aber zielstrebig. Danke, Evelyn. Bis später. Gleich.